Moin Moin aus Madeira, Cody the Finisher mit einem neuen Video auf meinem Kanal und heute habe ich für euch 15 UCL Upgrade Packs, die plus 81er sind am Start und ich bin auf jeden Fall heiß. Lasst auf jeden Fall sehr sehr gerne ein Like da, wenn ihr das Video feiert, beziehungsweise dass ich hier 15 UCL Packs öffne. Ja, ich habe mega Bock, ich muss sagen, ich bin ein bisschen nervös, allerdings ist es so eine positive Vorfreude. Ich habe bei manchen gesehen, dass die schon gönnen. Auf der anderen Seite habe ich aber auch ein paar Leute gesehen, wo die überhaupt nicht gegönnt haben. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich hoffe, ihr habt Bock drauf. Und ich würde sagen, wir schnacken auch nicht so lange, sondern wir gehen direkt in die Packs. Let's go. So, ihr seht das. Wir haben hier auf jeden Fall 15 Stück davon gemacht. Und ja, ich bin auf jeden Fall mega hyped. Und ich würde sagen, wir starten hier mit der Nummer 1. Let's go. Also, man kann ja alles ziehen. Man kann Road to the Finals ziehen. Man kann ja ganz normale Reaver Champions League Karten ziehen. Da kann auf jeden Fall was Krankes dabei sein. Und ich weiß nicht. Es wäre schon ziemlich traurig, wenn man aus 15 Stück keinen einzigen Walkout ziehen würde. ZIV, das ist erstmal schon mal ein Blind, 54 Tempo, das ist gar nichts. Ein 82er, kein guter Start hier ins Spec Opening. Aber wir haben noch weitere 14 am Start und dementsprechend bin ich da ganz entspannt drauf. So, das nächste Set geht auf, let's go. Schreibt auf jeden Fall auch in die Kommentare, welche Spiele ihr gezogen habt. Also wenn ihr die SBC gemacht habt, dann schreibt sehr, sehr gerne in die Kommentare, was ihr gezogen habt. Das ist Marcus Alonso. Ja, ein 81er. Okay, erstes Set ein 82er, jetzt ein 81er. Also wir verschlechtern uns. Perfekt, perfekt. Marcus Alonso, 65 Tempo. Oh Mann, ey, komm noch mal hier, ey. Gönn. Ja, alles gut, ich meine, ist erst das dritte Pack jetzt, aber... Also, ja, Walkout will ich auf jeden Fall schon haben. Also, wenn wir hier aus dem Video ohne Walkout rausgehen, dann wisst ihr auf jeden Fall, dass ihr das auf keinen Fall machen dürft. Das ist Kevin Campbell. Ein 81er, oh wow. Also, bisher die drei Packs waren absolut schlecht, Bro. Absolut schlecht, Mann. Die Karte sieht auch echt nicht gut aus, ey. Abgesehen vom Dribbling und Passing, ey. Krank. Ist echt ein bisschen schwierig. Oh Mann, ey. Komm, gönn jetzt. Viertes Set geht auf. Bitte, bitte, bitte kein Walkout. Ah, wer wird's? Spanien, es kann nichts Gutes sein. ZDM, Bayern, ui, okay, das ist Javi Martinez, wieder ein 81er. Also nicht nur, dass wir konstant so welche Spiele ziehen, sondern auch die Pace-Werte gehen immer weiter runter. 37 Tempo, wow. Javi Martinez, mein Gott, ey, EA, also... Wenn es so weitergeht, ehrlich, dann macht diese Upgrade-SBCs nicht. Das ist hier ein Experiment, um zu zeigen, wie die Packs sind. Und wisst ihr, macht sie auf keinen Fall, ey. Wenn es so weitergeht, Bruder, dann weiß ich auch nicht mehr. Also das ist respektlos auf jeden Fall. Also bitte, yay. Bitte, bitte, bitte. Jetzt ein Walkout. Es wird kein Walkout. Bitte kein 81er. Ich will nicht die ganze Zeit getrollt werden. Hey, was sind das für Sets? Wieder ein 89er Sarah Bier, rechter Flügel, wer spielt den denn bitte? Oh mein Gott, Hilfe! Ey, Freunde, was soll das denn? Ey, Sarah Bier, Bro. Also jetzt gerade ganz ehrlich, die Packs bisher, also da krieg ich Angstzustände, Digga, da krieg ich, ich weiß nicht. Ganz, ganz schlimm ist er. Ganz, ganz schlimm, Bro. Ganz, ganz schlimm. Aber ich habe immer noch die Hoffnung da. Wir haben noch 9 Sets. Da kann noch was kommen. Es reicht ja schon, wenn man einen Mbappé hat. Dann können die anderen ganzen Packs einfach schlecht sein. Eine Mbappé und die Sache ist weg, ey. Ja, Leimer. Ja, die Karte. Immerhin eine spielbare Karte, so, aber. Bringt uns relativ wenig. Oh Mann, aber die Ratings sind auch echt nicht hoch von den Spielen bisher. War jetzt unser höchstes ein 82er? Hatten wir schon mal mehr als ein 82er in den Packs jetzt bisher? Ich habe mich gerade gar nicht dran erinnern. Also echt skandalös bisher, krank. Also auf jeden Fall bisher kranke Empfehlung. Macht auf jeden Fall die Upgrade SBC. Die lohnt sich abnormal, wie ihr sehen könnt. Wir ziehen ja einen kranken Spieler nach dem anderen. Es ist wirklich unfassbar. Also, ja, Walkout für Walkout. Es ist wirklich sensationell. Ich meine, es ist wirklich super. Ich meine, es ist, macht ihr es erzählen. Wirklich, das lohnt sich. Ihr seht ein Walkout nach dem anderen. Es läuft wie, was weiß ich was, mir fällt gerade gar nichts ein. Es ist einfach nur, ich bin sprachlos. So gut ist es. Es ist so gut, dass ich sprachlos bin. Was soll ich dir sagen? Und weil es so gut läuft, machen wir auch direkt weiter. Wir machen nicht irgendwas. Sondern wir machen direkt weiter und es wird wieder kein Walkout. Vielleicht mal ein 82er, darüber würde ich mich extrem freuen. Brasilien, darüber
Ja, Lukas Leiva wahrscheinlich, ne? Ein 84er. Einmal bitte mal klatschen, wenn ihr das Video schaut. Einmal jetzt bitte klatschen, Kapi. Ja, 60 Tempo, 380 Defending. Lukas Leiva, ja, super. Werde ich direkt in meiner Mannschaft tun. Er ist auf jeden Fall, ja, endlich mal ein 84er, den wir brauchen. Wenn 84er, natürlich Lukas Leiva. Man kennt ihn. Überragender Mann, 60 Tempo. Weiter geht's, weiter geht's. Ich bin heiß, das macht Lust auf mehr, oder? Wir haben auf jeden Fall noch 7 Stück am Start. In den 7 Stück kann auf jeden Fall noch was kommen. Oh, Javi Martinez kommen können. Javi Martinez, Javi Martinez. Oh, oh mein Gott, Serbi. Also, jetzt mal Real Talk. Ich weiß ja nicht, wie es bei euch läuft. Aber wenn's wirklich, also wenn wir aus den 15 Packs wirklich unser bester Lukas Leiva ist, ich will echt nichts sagen. Ich will absolut nichts sagen. Und wir haben noch ein bisschen was vor uns, aber wow. Wow. Heftig, Digga. Heftig. So, come on. Bitte, 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 EA, bitte, bitte. Ich will. Hey, nimm mal einen Workout. Gar nichts. Nimm mal einen Workout. Nimm mal so einen richtigen Kack-Workout. Spanien. Ey, er geht mir schon wieder Sarabia, Mann, was ist das denn? Ey, Bro, ich check es nicht. Pablo Sarabia. Javi Martinez Duplikat, Sarabia Duplikat. Ja, Mann, echt top, super. Ey, also überragend, wirklich. Ja. Nee. Es macht so Spaß. Es macht so Spaß. Walkout after Walkout. Ein Walkout nach dem anderen. Ah, okay. Ist zumindest mal ein Spiel, den man eventuell mal brauchen, also den man spielen könnte, der cool ist, erstmal zur Champions League, aber so, ob der jetzt besser ist als Arabia, Bro, ist das halt, ja, das ist so, ja. Ist halt nicht mal für den SPC gut, so, um irgendwie was abzugeben fürs Rating oder so, mal in Zukunft oder so, wisst ihr, was ich meine? Ist einfach gar nichts, so, ist einfach Abschluss, so, ist einfach. Ich kann damit nichts anfangen, so. Es ist einfach ein Waste of Time. Ein Waste of Time. Wir haben einfach nur noch 4 Packs. Und der beste war Lukas selber. Also. Oh, Workout! Jetzt! 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 Erster Workout! Ich meine, ich mag Sommers, klar. Aus offensichtlichen Gründen, aber. Bro, er ist ein Torhüter, 86. Es ist halt so vielleicht für SPC-Futter ganz gut, 86, aber da freut man sich beim Walkout. Aber ja, immerhin Walkout, ey. Ich bin wirklich beim Walkout, ganz ehrlich. Ich wollte den Walkout, ich habe ihn bekommen, auch wenn er natürlich nicht der Walker ist, den ich mir vorstelle. Und jetzt haben wir den nächsten Spieler, ein Ukrainer, Marosch, glaube ich. Damage. Ein 81er. Ja. Top, top. Oh Mann, okay, also ich glaube, ich lehne mich mal so weit aus dem Fenster. Wobei, die Letzten können natürlich gönnen, also wer weiß, ne? Immer glauben, immer positiv denken, aber ich vermute, dass es eventuell Sommer sein könnte, der Beste ist aus 15 Packs. Dazu muss ich noch sagen, ich habe jetzt keine Spiele mehr im Verein gehabt, also nicht wirklich, sondern ich habe meistens alle gekauft, so um die 150, 160.000 habe ich für die 15 Packs ausgegeben. Wenn man bedenkt, dass das alles untauschbar ist, wenn man bedenkt, was wir gezogen haben, dann sind das 160.000, die ich mehr oder weniger in den Sand setze aktuell. Das ist schon ein bisschen ärgerlich, ehrlicherweise, wovon, ja, 82er, so eine Legende, Bro, die absolute Legende. Aber, Broski, dich können wir leider nicht gebrauchen und wir gehen zum letzten Set. Okay, come on, bitte, letztes Set. Gönn dir. Ein Walkout. Das ist. Auch ein Ex-Spieler vom FC Basel, so wie Jan Sommer. Aber ein 82er kann man halt nicht so viel anfangen, wo ich das sowieso nicht. Wow. Ja, das waren schon 15 Packs. Ich habe die auf jeden Fall runtergerattert wie kein zweiter. Ja, Fazit macht die SPC auf jeden Fall nicht. Aber jetzt so 150, 160.000 einfach weg. Und was haben wir bekommen? 86er Jan Sommer und der Rest alles Abschluss, weil untauschbar und eh kein Wert, so kaum gutes Rating. Ja, also wie man innerhalb von 10 Minuten 160.000 verbraten kann.
konntet ihr heute auf jeden Fall sehen. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß an meinem Leid. Und lasst auf jeden Fall ein Like da, dass wir die 15 SPCs rausgehauen haben. Und ja, man lasst darüber hinaus ein Abo da. Das war's vom Video. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen schönen Tag. Euer Koi, der Finisher. Ciao.